Was war denn das für ein Prozess, von der Hans Litten ihren Onkel zu Hitlers Feind machte? Also der Prozess hieß Eden-Palast-Prozess, benannt nach diesem Tanzlokal Eden-Palast. Das war in Charlottenburg 1931. Und es war, wie der Name ja auch schon sagt, eine Amüsierkneipe, Tanzpalast, wie das damals so in dieser Zeit üblich war. Viele, viele Arbeiter haben sich dort an Wochenenden getroffen, haben sich auch teilweise zu politischen Diskussionen getroffen und so und haben auch Wochenschauen angeguckt und so. Und es war die Zeit der bürgerkriegsähnlichen Zustände in Berlin. Man muss sich vorstellen, nach dem Ersten Weltkrieg Reparationszahlungen unglaublich, Rezession, Schulden, Arbeitslosigkeit auf dem Höchststand. Und das ist natürlich ein unglaublich guter Boden für, sag ich mal, für alle Formen von Extremität, wie wir ja auch heute wieder sehen. Und es waren vor allem dieser Tanzpalast war vor allen Dingen ein beliebter Ort für Kommunisten und Sozialisten und Arbeiter, Proletarier. Und dieses wiederum wussten die zunehmend aufkeimenden SA-Sturmtrupps, die Rollkommandos, die diese Gegend gerne aufklatschten und aufmengten und aufwühlten und gezielt auch aufgesucht haben zum Provozieren. Und an diesem einen Abend kam es eben wirklich tatsächlich zu einem ganz brutalen Überfall. Der berühmte Mordsturm 33, Rollkommando, ist dort eingefahren und gab Tote. Und in dieser Funktion hat dann eben der Hans Litten, der zunehmend als der Vertreter, der Verteidiger der armen Leute, vereinnahmt von der Roten Hilfe, hat er als Nebenkläger hat er dann die Opfer verteidigt. Und in diesem Kontext wieder, weil dem Hans es auch immer darum ging, die politisch-sozialen Kontexte auch irgendwie natürlich ins Spiel zu bringen, hat der Adolf Hitler in den Zeugenstand gerufen. Was hatte er damit vor, jetzt wirklich Adolf Hitler da als Zeugen zu benennen? Ja, also ich meine, im Grunde genommen werden da die Historiker berufen. Ich habe mir das auch ehrlich gesagt mühsam angelesen, weil das sind ja Dinge, mit denen wir nicht mehr groß geworden sind. Also er wollte Hitler sozusagen in Widersprüche verwickeln. Kurze Zeit vorher hatte Hitler in Leipzig den sogenannten Legalitätseid abgegeben. Das heißt, in diesem Legalitätseid, das liegt ja schon im Worte drin, geht es darum sozusagen zu bestätigen, dass er eben nicht vorhat, irgendwie den Weg der Legalität, der Demokratie zu verlassen, sondern sich ganz demokratisch an die Macht zu kämpfen. Und der Hans hat versucht, ihm zu beweisen, indem er ihn ganz stringent, der muss ein unglaublich toller Prozessführer gewesen sein, ganz ruhig, ganz überlegt, ganz unaufgeregt, immer nachbohrend, wenn die Frage nicht klar war, nochmal andersrum, so dass wirklich keiner sich da irgendwie auswischen konnte, um ihm den sozusagen klarzumachen, dass er diese Gewalt, diese Rollkommandos, diese Gewalt, diese Straßenmob nicht nur billigend in Kauf nehmen, sondern dazu im Grunde aufrufen. Es gab ein Pamphlet, eine Schrift, die von Goebbels damals rausgegeben wurde, ja, von dem Propagandaminister. Und er zitierte daraus auch und las Hitler die vor, sagte, wie erklären Sie sich das denn, dass wir auf alle Mittel versuchen, die Parlamente auszuhebeln und den Gegner zu brei zu schlagen. Das stand da alles drin. Und es war im Grunde genommen der Versuch zu sagen, der Legalitätseid ist Makulatur. Und so, also er hat ihm wirklich, also jeder, der bei diesem Prozess dabei war, und das waren, wie Sie sich vorstellen können, es war ein unglaublicher Hype darum. Also wenn das heute passieren würde, vergleichbar, es war alles abgesperrt, die ganze Moabit war abgesperrt, es war Presse da, auch aus dem In- und Ausland. Und alle warteten gebannt auf diese Zeugeneinvernahme und Einvernehmung. Das war ja 1931, ja. Und er hat dann Adolf Hitler sehr in die Enge getrieben. Wie hat er dann reagiert? Ja, es muss wohl so gewesen sein, dass also nach Zeugenberichten, nach Archivmaterial und so Hitler wirklich zunehmend ja, mir fällt da eigentlich nur immer Charlie Chaplin ein, also wirklich karikaturesk irgendwie geradezu rot angelaufen sein muss und wirklich die Beherrschung verloren hat, aber alles unterm Deckel gehalten hat und ganz offensichtlich diesen Zeugenstand verlassen hat mit den Worten, sobald es in meiner Macht steht, lösche ich diese Familie aus.
Und das hat er getan, nach allen Regeln der Kunst. Das war ja 1931, ja. Dieser Prozess, den ja. Sie jetzt gerade geschildert haben. Ende Januar 1933 kam die NSDAP dann wirklich an die Macht. Ihr Onkel Hans Litten, er wurde verhaftet und zwar gleich in der Nacht des Reichstagsbrandes, ja. Also am 28. Februar 1933. Wie war diese Verhaftung? Also zum einen wurde er in einem prominenten Haufen verhaftet. Es wurden alle politischen Gegner in dieser Nacht verhaftet. Also von Mühsam über Karl von Ossietzky, auch er. Also im Grunde die ganze Crème de la Crème der Intellektualität und der politischen Gegner wurden in dieser Nacht schon einkassiert und kamen auch im Grunde nicht wieder raus. Ja, diese Verhaftung schien irgendwie sehr in Anführungszeichen, bitte ja, human verlaufen zu sein, weil er großes Glück hatte, denn er gehörte, das beschreibt auch meine Großmutter, zur großen Beruhigung auch von ihr, aus ihrer Sicht wurde er von der Polizei abgeholt mitten in der Nacht, nicht von SA-Leuten. Und die haben sich verhältnismäßig korrekt verhalten, so dass er in aller Ruhe sogar noch ein Bad nehmen konnte und in aller Ruhe sozusagen mit denen dann nach Spandau gegangen ist oder erstmal an irgendeinen Versammlungsort und dann am nächsten Tag nach Spandau gebracht wurden, wo sie dann sozusagen fast frotzelnd sich ja alle dort getroffen haben. Also das war fast, heute würde man sagen, fast so eine Art politisches Happening. Es waren alle, die üblich Verdächtigen waren da und man hat gesagt, ah, du bist auch da und so. Also sie haben das alle noch verhältnismäßig humorvoll weggesteckt, weil keiner wirklich auch nur im geringsten ahnte, was auf sie zukommt. Das wurde ziemlich bald anders. Ihre Großmutter hat dazu ja ein Buch geschrieben über diese Verhaftung, kommt da drin auch vor und auch wie sie später dann versucht hat, ihn da rauszubekommen, wieder in Freiheit zu bekommen. Wie bald war ihrer Familie dann aber klar, also trotz dieser Umstände, die noch vergleichsweise glimpflich waren bei der Verhaftung, dass ihr Onkel, also Hans Litten, ja doch eigentlich ein persönlicher Feind Adolf Hitlers war und er vermutlich nicht so gut dabei wegkommen würde. Naja, also ich meine, das ist hört sich jetzt zwar gerade ein bisschen widersprüchlich an. Einerseits sage ich, es waren alle verhältnismäßig erleichtert, dass diese Verhaftungswelle so korrekt verlief. Aber im Vorfeld, auch meine Großmutter sagt, es haben verschiedene Leute, Oppositionelle, ihm dringend nahegelegt, das Land zu verlassen. Dringend. Und er hat aber immer gesagt, nee, ich kann hier nicht weg, meine ganzen Klienten können nicht weg, Millionen von Arbeiter können hier nicht weg, was soll das? Das kann ich nicht. Also das kann ich aber nicht, das widerspricht meinem Ethos. Das heißt, man wusste schon, wie gefährlich dies ist. Im Grunde wusste man das schon, aber das ist ja das Interessante überhaupt, wenn man das so analysiert, dass man sich auch immer wieder fragt, wieso sind denn so viele Juden bis zum Schluss geblieben? Ich meine, wenn man weiß, was da schon passiert ist, so früh, fragt man sich ja auch immer, also irgendwie ist ja wohl offensichtlich dieser innere, was nicht sein kann, darf nicht sein, oder also diese, ich weiß nicht, was das für ein merkwürdiges Unbewusstsein, Unterbewusstsein ist bei vielen, das ist das eine. Und das andere ist, man hat sehr, sehr, sehr schnell gemerkt, wie gefährlich es ist, auch anhand der Schicksale der beiden Brüder, also mein Vater und der mittlere Bruder. Mein Vater wurde noch sozusagen zeitgleich mit der Verhaftung von Hans sofort praktisch von den Besetzungslisten gestrichen. Besetzungslisten, wovon? Er war auch Schauspieler, also er war wirklich im Begriff, ein Shootingstar der Berliner Theaterszene zu werden. Also mein Vater, ich rede jetzt vom jüngsten Bruder dieser Litten-Söhne, dem Rainer Litten, der war protegiert von Bassermann und Hans Albers und Tilla Durieu und hat dort wirklich, war wirklich ein Shootingstar. Und das nahm dann ein jähes Ende plötzlich. Ein jähes Ende. Er wurde teilweise, konnte man ihn aus den Filmen persönlich, körperlich nicht mehr entfernen, aber es wurde einfach der Name entfernt. Und der mittlere Bruder war Theaterdirektor in Chemnitz und wurde bei Nacht und Nebel aus diesem Theater geworfen und musste dann in den Untergrund. Also das ging ratzfatz, die Kaltstellung der ganzen Familie. Ja, also man wusste schon, man spürte schon, wie die Musik spielt, wo die Musik spielt, was das bedeutet. Der Rechtsanwalt Hans Litten hat
Adolf Hitler 1931 in einem Prozess öffentlich blamiert bloßgestellt. Das haben wir gerade gehört. Patricia Litten, die Nichte von Hans Litten, ist jetzt bei uns hier im Studio und sie liest jetzt auch mal, vielleicht können Sie es gerade selber sagen, Frau Litten, aus dem Buch, das hat nämlich ihre Großmutter geschrieben, über ihren jahrelangen Kampf für die Freiheit. Ja, genau. Also das Buch selber heißt Eine Mutter kämpft gegen Hitler und ist 1940 bereits in Paris erschienen, in der Edition Nouvelle und ist dann aber mit der Ergreifung, der Machtergreifung, also dem Angriff der Nazis in Frankreich, konnte das dort nicht weiter vertrieben werden und ist dann in England rausgekommen unter dem Titel A Mother Fights Hitler und wenige Monate später in Amerika unter dem Titel Beyond Tears und darauf bezieht sich auch das Hörbuch. Das Hörbuch, was jetzt im August, genau, im Sommer rauskommt. Weil nämlich der Hörbuchverlegerin vom Uccello Verlag hat dieser Titel einfach irgendwie spontan viel besser gefallen, dieses Beyond Tears, unter Tränen, und hat gesagt, bist du damit einverstanden? Und ich konnte damit natürlich sehr gut leben. Ja. Und Sie lesen uns jetzt eine Passage aus diesem Buch, was Ihre Großmutter geschrieben hat. Was für eine Passage ist das? Ja, ich habe mir wirklich jetzt ein paar Gedanken gemacht, weil dieses Buch ist natürlich wirklich von einer teilweise fast unerträglichen Konfrontation mit Abscheulichkeiten. Also man fragt sich ja wirklich immer, wozu Menschen in der Lage sind, sich Scheußlichkeiten und Grausamkeiten und Quälereien auszudenken. Und ich habe mich ganz bewusst entschieden, nachdem der Hans von einem KZ zum anderen gefoltert, gemartert, gedemütigt, also zerschunden wurde, es wurden ihm die Zähne rausgeschlagen, er hatte schwere Schädelverletzungen, er hat sein Augenlicht nie wieder ganz zurückgefunden, sein Gehör hat gelitten, das Bein war zertrümmert, er war wirklich zu einem Krüppel geschlagen, also man kann sich vorstellen, was da passiert ist, und von einem KZ zum nächsten immer wieder diesen Menschen ausgesetzt, die er vor Gericht teilweise bestrafen konnte oder des Mords überführen konnte und so. Wie viele Jahre war er im KZ? 5 Jahre. Von 19, in verschiedenen? Ja, in verschiedenen KZs. Eben, es fing an mit Spandau, dann Sonnenburg, dann wieder Spandau, dann Brandenburg, und überall wurden die Martern, die Qualen, die Foltern, besonders bei ihm, weil er war wirklich der Lieblingsfeind von allen und es konnte einfach niemand was für ihn tun. Und dann gab es irgendwann mal eine kurze Verschnaufpause in Lichtenburg. Das war ein KZ, wo das ganz offensichtlich einem verhältnismäßig humanen Lagerleiter unterstand. Und da kam es zu einer Art Verschnaufpause und Hans durfte in der Buchbinderei tätig sein, was ihn natürlich unglaublich gefreut hat, weil er sowieso so ein Mensch der Literatur, der Kunst, der Kunstgeschichte, das war so seins. Und in dieser Zeit ist er aufgeblüht und hat auch ganz vielen Mitschutzhäftlingen geholfen und sie, heute würde man sagen, gecoacht, sie ermutigt, sich mit Bildung auseinanderzusetzen, weil er sagt, das ist die einzige Waffe, die wir haben. Und mir war es irgendwie ein Bedürfnis, da eine ganz kleine Passage raus vorzulesen, die einfach, finde ich, unglaublich erstaunlich ist oder ermutigend ist oder man ist fassungslos, dass Menschen, die so zerstört sind, körperlich zerstört sind, ihre eigene Würde sich so erhalten haben. Das finde ich einfach toll. Diese Passage hören wir jetzt von Ihnen. Sie sind auch Schauspielerin und geschrieben hat es Ihre Großmutter Irmgard Litten. Ganz genau, Irmgard Litten. Jetzt besuchten mich öfters Leute, die mit Hans zusammen im Lager, in derselben Gruppe, ja im selben Raum gewesen waren. Ich hörte, dass er in der Buchbinderei arbeite. Selbst eine Frage nach seiner Beschäftigung wurde mir ja bei meinen Besuchen nie erlaubt. Dass er von allen Schutzhäftlingen geliebt und verehrt wurde. Dass er selbst den besseren SS-Leuten wegen seiner Gelehrsamkeit imponiere, so dass man ihn für eine Art Weltwunder an Gelehrtheit halte. Einer kam sogar mal mit seinem Liebeskummer zu ihm. Er müsse doch auch in so etwas gute Ratschläge geben können. Hans empfahl ihm, Rilke zu lesen. Er tat das auch eifrig und ließ sich die schwierigen Stellen von Hans erklären. Ob es den Liebeskummer beseitigt hat, habe ich nie erfahren. Ich blätter jetzt mal ganz kurz ein Stückchen weiter, wahrscheinlich raschelt das jetzt.
Immer wieder kamen jetzt entlassene Schutzhäftlinge aus der Lichtenburg zu mir. Das war eben dieses Lager, wo es ihm verhältnismäßig gut ging. Es waren junge Leute, oft sehr intelligent und gebildet, immer grundanständig in ihrer Gesinnung. Sie erzählten mir so ausführlich, dass ich mir von dem Leben dort ein wirklich gutes Bild machen konnte. Diejenigen, die in Berlin blieben, kamen öfter zu mir, denn Hans hatte mir ans Herz gelegt, dass ich mich um sie kümmern und dafür sorgen müsse, dass das Interesse für geistige Dinge, das er in ihnen erweckt hatte, nicht wieder einschlief. Er meinte, dass das sehr wichtig für sie sei, besonders wenn sie keine Arbeit finden könnten. So weit, so gut. Jetzt würde ich noch ganz gerne eine Passage lesen, die einen anderen Hans beschreibt. Irgendeine Nazi-Feierlichkeit wurde zum Anlass genommen, die Gefangenen in einen großen Saal zu treiben. Befehl: feiern. Und zwar sollten die Gefangenen das Programm zusammenstellen und sie mussten es auch selber bestreiten. Schwer genug für Menschen, die fürchten mussten, überall anzuecken, wenn sie nicht ausgesprochen narzisstisches Kulturgut verwenden wollten. Hans wusste Rat. Er grub aus seiner Bibliothek irgendein Gedichtbuch aus. Es wurde daraus rezitiert. Hans beteiligte sich auch und bei seinem Gedicht horchte alles auf. Tief bewegt waren alle, als er geendet hatte. Er hatte den Mut, in Gegenwart der SS ein Gedicht vorzutragen, das wir oft und oft gesungen hatten in der Jugendbewegung. Die Gedanken sind frei. Wer kann sie erraten? Sie fliegen vorbei wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen. Es bleibet dabei. Die Gedanken sind frei. Ich denk, was ich will und was mich beglücket, doch alles in der Still und wie es sich schicket. Mein Wunsch und Begehren kann niemand verwehren. Es bleibet dabei. Die Gedanken sind frei. Und sperrt man mich ein in finstere Kerker, das alles sind rein vergebliche Werke, denn meine Gedanken zerreißen die Schranken, die Mauern entzwei. Die Gedanken sind frei. Man bedenke, rundherum schwarze Uniformen, Totschlägertypen. Vorne, etwas erhöht stehend, ein armer, verkrüppelter, gequälter Mensch. Er liest plötzlich ein Gedicht, das in dieser Umgebung eine oppositionelle, eine revolutionäre, eine zündende Wirkung bekam. Für uns alle war dieses Erlebnis, ja, ein Erlebnis. Persönlicher Mut gehörte dazu. Und der hatte Hans Litten schließlich, weil er innerlich nicht gebrochen war, bei den Nazis so verhasst gemacht. Trotz der Tränen, Hans Litten heißt ein Hörbuch, was jetzt im Sommer erscheinen wird. Bei mir im Studio, bei uns im Studio ist Patricia Litten. Sie ist die Nichte von Hans Litten, einem Rechtsanwalt, der Adolf Hitler öffentlich blamiert hat und er hat ihm das nie verziehen. Sie haben gerade eine Textstelle gelesen aus dem Buch, was Ihre Großmutter geschrieben hat, wo es um eine Szene, einen Auftritt von ihm im KZ ging. Wie hat er dann das KZ erlebt? Es war ja, gab ja verschiedene Stationen, was Sie gerade geschildert haben. Das war eigentlich eher noch in Anführungszeichen eine bisschen glimpflichere Zeit. Wo war er danach? Also danach kam Buchenwald und Buchenwald wurde ja komplett von den Häftlingen selbst gebaut. Und entsprechend hart waren die Bedingungen. Also es wurde körperlichst Schwerstarbeit verlangt von jedem einzelnen Häftling und es gab keine Besuchserlaubnis in der Zeit, weil das eben ein Lager war, was noch in Entstehung befand sich. Es gab eine kurze Hoffnung meiner Großmutter, weil so kryptische Botschaften aus dem Lager Buchenwald kamen von irgendwelchen Mithäftlingen, nicht von Hans Litten, aber von irgendwelchen anderen. Man hat sich ja immer irgendwie getroffen und versucht auszutauschen, welchen Informationsstand hast du, was kann ich und so. Und es wurde von einem Häftling oder immer wieder taucht auf, der Wald ist so schön, der Wald und immer wieder dieser Wald, bis plötzlich die Idee aufkam.
Das ist ein Lager, was in der Entstehung begriffen ist. Vielleicht ist das alles noch nicht so sicher. Vielleicht kann man da einen Befreiungsversuch starten. Und es wurde vielleicht geht Flucht doch leichter. Flucht oder irgend sowas. Also es wurde wirklich überall und zu jeder Zeit immer alles probiert. Aber dieser Umstand eben auch, dass das im Begriff war zu entstehen, führte eben auch dazu, dass überhaupt keinen Besuch gab. Es war eine völlig neue Zeit angebrochen. Es gab auch nicht mehr die Zeitung der Wahl. Es wurde nur noch Nazi-Literatur zugelassen, und wenn überhaupt, also Zeitschriften, Bücher sowieso nicht mehr. Und wenn ich von Briefen schreibe, waren die natürlich immer der Zensur unterlegt, so dass es auch nur möglich war, die wirklichen Botschaften rauszufiltrieren über ganz unglaubliche Codes. Also ein wahnsinniges System, das kann ich hier gar nicht alles erläutern, weil das ist wirklich faszinierend, was die Menschen sich da einfallen haben lassen. Wo die Häftlinge unglaublich erfinderisch wurden und die Angehörigen auch. Ja, Wahnsinn. Und eben und nach Buchenwald kam dann das Finale Dachau. Und das wiederum hatte auch was mit den Nürnberger Rassengesetzen zu tun, die ja inzwischen irgendwie fertig geschrieben waren. Und Dachau sollte das Lager werden, wo nun sämtliche Juden zum ersten Mal konzentriert zusammengefasst wurden. Und nach den Rassegesetzen galt er als Jude? Ja, genau. Also es wurden die Vierteljuden, die Halbjuden, es wurde alles, was nicht, also bis ins, ich weiß nicht, die wievielte Generation als arisch, wurde halt als noch dazu eben als jüdisch eingestuft, was bei ihm besonders erschwerend hinzukam, aber die Wirklichkeit war, es waren ja letztlich andere Gründe, die ihn dazu zu dieser Feindschaft gebracht haben. Und ja, dann kam Dachau und Dachau war wirklich der Horror. In dieser ganzen Zeit hat seine Mutter, ihre Großmutter Irmgard Litten versucht, ihn da rauszubekommen. Sie hat unermüdlich da gearbeitet, ist von einem zum nächsten gelaufen. Was hat sie alles unternommen an Anstrengungen? Also ich muss dazu sagen, diese Irmgard Litten war ja die Frau von Fritz Litten. Und Fritz Litten, der Vater dieser drei Söhne, war ja seinerzeit, bevor diese ganze Schreckenszeit über Deutschland hereinbrach, war er Professor der Jurisprudenz in Königsberg, Dekan auch zeitweise. Er war auch, wie man so schön im Volksmund nannte, Prinzenerzieher. Also er hatte die beiden Söhne von Prinz Wilhelm oder wie auch immer auch als Studenten bei sich. Und in Königsberg, in diesem Hause Litten, ging wirklich alles, was irgendwie Rang und Namen hatte, ein und aus. Es war wirklich so eine Haute-Volée-Familie. Also nicht im Sinne von Geld, sondern von, man war, wurde gerne dort auch gesehen und eingeladen. Das heißt, eigentlich hatte ihre Großmutter da viele Leute, zu denen sie gehen konnte, die sie auch persönlich kannte. Genau, darauf wollte ich hinaus. Das heißt, sie hat natürlich wirklich alle Beziehungen spielen lassen, bis hin zu Blomberg, Thomas Mann, wirklich, es gab niemanden, sie ist zu Furtwängler gegangen, sie ist zu Sonnemann gegangen, zu der Schauspielerin, sie hat, also dieses Buch ist, sie hat mit Freisler sich getroffen. Also es ist ihr immer wieder geglückt, über irgendwelche Bekannten, die irgendwie sie dahin vermitteln konnten. Sie hat sich wirklich in die Höhle des Löwen begeben. Sie hat nichts unversucht lassen. Sie hat auch ins Ausland unglaublich Informationen geschickt. Da hatte sie allerdings einen großen Kreis von Unterstützern, die versucht haben, natürlich ohne Hans zu schädigen, aber trotzdem dieses Netz zu stricken. Es gab weit über 90 Juristen in England, die versucht haben, eine Petition zu schreiben, Hans freizulassen. Es gab wirklich, wenn man sich das mal alles vor Augen hält, also, zu welchem Zeitpunkt die Welt, Mimi, also Irmgard, spricht immer vom Weltgewissen. Wenn man sich das vor Augen hält, dass das Weltgewissen bereits zu diesem Zeitpunkt, also noch lange vor der Reichspogromnacht, lange vor der Kriegserklärung, wusste die Welt, was in Deutschland passiert. Und ich frage mich ganz ehrlich, warum haben die nichts getan? Was hat dazu geführt, dass einfach abgewartet wurde? Also das stelle ich jetzt mal einfach so in den Raum, aber das ist etwas, was mich mit der Beschäftigung eben auch immer wieder, wo ich einfach denke, ich bin fassungslos. Aber wo ich auch nochmal wirklich, was mir doch auch nochmal wichtig wäre, falls die Zeit ja noch reicht, Dachau, letztes Kapitel,
wo wirklich Dinge passiert sind, die man sich einfach in den schlimmsten Albträumen nicht vorstellen mag. Wo die politischen Häftlinge, nicht nur die politischen, in komplette Isolation getrieben wurden, Tage, Wochen lang, Monate lang, kein Brief, kein Nichts, kein gar nichts, zusammengepfercht unter unwürdigsten Bestimmungen und Bedingungen. In dieser Zeit hat Hans jeden Tag auswendig memoriert und die Leute so bei der Stange gehalten, jeden Tag 4 Stunden Rilke zitiert und sich über früh mittelalterliche Dinge unterhalten, über Traumdeutung, über... Ich denke, das können sich jetzt gar nicht alle vorstellen, was das für eine Bedeutung dann für die Häftlinge gehabt hat. Was hat es für eine gehabt, Ihrer Meinung nach? Ja, also alle, die das überlebt haben, die eben später auch, sag ich mal, als Zeugen dann eben aufgetreten sind, indem sie die Irmgard besucht haben und ihr dann auch wirklich tatsächlich Bericht erstattet haben, weil diese detaillierten Berichterstattungen konnten nur von solchen Leuten kommen, die das überlebt hatten, die rausgekommen sind, aus welchen Gründen auch immer. Die haben alle gesagt, es war... Ich will das gar nicht so, ich mag das eigentlich gar nicht wirklich so zitieren, weil das hat immer so ein Geschmäckle, aber es fielen wirklich schon immer wieder die Vokabeln, ein Heiliger, er hat uns Seelennahrung gegeben, er hat uns bei der Stange gehalten, er war einfach ein unglaubliches Vorbild für viele. Und ich glaube, das ist auch das, was diesen Hass auch nochmal so geschürt hat, er war einfach nicht kaputt zu kriegen. Hatte er denn Handlungsmöglichkeiten dann noch in der KZ-Haft? Naja, also wenn man das als Handlungsspielraum bezeichnet, würde ich schon sagen. Also sein Handlungsspielraum war der, dass er jungen Leuten versucht hat zu helfen, sie zu ermutigen, ihnen Perspektiven zu geben, die darin bestanden, dass es eben Literatur gibt. Dass es Dinge gibt, mit denen es lohnt, sich zu beschäftigen. Ein Kind von draußen schreit rein. Die hören es, glaube ich, ein bisschen. Süß, das Leben kommt rein, das ist doch schön. Und ja, ich meine, der Handlungsspielraum, nein, der war wirklich natürlich reduziert auf ein, im Grunde auf ein Vegetieren und auf die Angst vor der nächsten Folter. Und in Dachau haben die sich nun wirklich besonders schöne Sachen ausgedacht. Und sie haben ihn in den Selbstmord getrieben. Er hat es einfach nicht mehr gepackt. Und er hat dann sich am 5. Februar 1938 erhängt. Er wurde erhängt aufgefunden. Ja. Bei sowas fragt man sich ja immer, hat er sich wirklich umgebracht oder wurde er von den Nazis umgebracht und es wurde als Selbstmord fingiert. Wissen Sie darüber etwas? Also, ich würde mal sagen, selbst wenn Zweiteres zuträfe, konjunktiv, der Unterschied ist wirklich nicht wirklich groß, wenn man einen Menschen 5 Jahre lang derartig quält und kaputt macht und zerstört und ihm auch keine Perspektive mehr gibt. Mir ist gerade noch was eingefallen, deswegen komme ich nochmal darauf zurück. Ist, glaube ich, der Handlungsspielraum wirklich relativ gering, ob er sich nun selber umbringt oder umgebracht wird und es wird dann als fiktiver Selbstmord verkauft. Ich glaube, das ist natürlich jetzt spekulativ, ich glaube, er hat sich erhängt. Er hat ja mehrere Selbstmordversuche versucht in diesen 5 Jahren. Sie sind alle missglückt, weil er immer noch irgendwie rechtzeitig gefunden wurde, weil man ihn auch gebraucht hat noch für Aussagen. Darin besteht der große Unterschied zu seinem letzten Selbstmord. Was für Aussagen meinten Sie da jetzt? Also gab es da immer wieder Versuche, ihn zu bestimmten Aussagen zu drängen? Ja, genau. Also man hat versucht, Namen aus ihm rauszuprügeln, Klienten, Leute zu denunzieren und er hat einfach stillgeschwiegen. Auch das wird immer wieder im Buch bestätigt. Es gab ganz viele Kommunisten, die jedes Mal vor solchen Folterverhören eine panische Angst hatten, weil sie einfach damit rechnen mussten, dass derjenige, der jetzt gefoltert wird, einfach einknickt. Und auch da hat die Irmgard die Größe gehabt, seitenweise darüber zu schreiben, dass man das verstehen muss. Dass man da bitte sich nicht moralisch irgendwie komfortabel zurücklehnen sollte und sagt, das ist unmöglich, weil was diesen Leuten zugemutet wurde, das ist ja auch das, worum Folter existiert, Land auf, Land ab, auch bis zum heutigen Tag.
dass man da wirklich stillhält, das ist, also ich weiß nicht, ob ich es könnte. Definitiv weiß ich das nicht. Und der Hans hat es offensichtlich geschafft, aber er hatte zunehmend vor jeder Folter, die ihm zunehmend angedroht wurde, hatte er einfach so eine panische Angst, dass er sich im Vorfeld immer schon versucht hat umzubringen. Also immer. Es hört sich jetzt so inflationär an. Es waren 2 Selbstmordversuche, von denen man weiß. Und der letzte hat geklappt. Und ich glaube, dass der letzte auch nochmal so aus dem politischen, historischen Kontext heraus zu verstehen ist. Denn nachdem klar wurde im Ausland, dass Hans jetzt nach Dachau verlegt wurde und man inzwischen wusste, was in Dachau passiert ist, gab es ganz konkrete Bestrebungen, eine wirklich konzertierte Aktion zu machen, ihn zu befreien. In irgendeiner Weise. Und ich glaube, dass den Nazis das absolut nicht recht gewesen wäre, wenn das irgendwie noch weiter in, also die Welt beunruhigt hätte. Also ich glaube, sie haben das auch ganz gezielt darauf ankommen lassen, weil man brauchte ihn auch nicht mehr. Man hatte alles bekommen beziehungsweise nicht bekommen. Es war klar, dass von diesen Menschen nichts mehr zu erwarten ist im Sinne von Denunzierung. Und es war höchstens gefährlich für die Außenwirkung. Also diesen Menschen stillzustellen, kaltzustellen und dann in Vergessenheit geraten zu lassen. Das war, glaube ich, das, was ihn sehr in den Kram gepasst hat. Galt er denn in dieser Zeit immer noch quasi als persönlicher Feind Hitlers? Also auf welche, Sie haben ja auch vorhin geschildert, dass Ihre Großmutter auch zu NSDAP-Größen gelaufen ist. Auf welche Reaktionen ist sie denn da gestoßen? Ist immer wieder dasselbe. Also vergessen Sie es, für Hans Litten kann man nichts tun. Es gibt ein Zitat von Freisler, das hat natürlich Freisler ihr nicht selber ins Gesicht gesagt, aber Freisler hat scheinbar, obwohl er wirklich ganz klar gesagt hat, für Herr Litten werde ich nichts machen, das ist also er hat ihn verachtet, auch Freisler hat ihn verachtet, aber er hat offensichtlich, und das hatte dann eben offensichtlich irgendwelchen Bekannten, die da noch so im Dunstkreis von der Irmgard Litten doch noch irgendwie existierten, mal geäußert, er hätte es wirklich tatsächlich versucht. Zumindest Haftbedingungen oder irgendetwas für den Hans Litten bei Hitler rauszuschinden. Und Hitler sei wirklich blau-rot angelaufen und hätte gesagt, wer in meiner Gegenwart den Namen Litten erwähnt, noch ein letztes Mal, der muss wirklich selber mit höchsten Sanktionen rechnen. Also es muss diese Vorladung, dieses Kreuzverhör, übrigens eine interessante Geschichte, die war mir auch nicht bewusst. Dieser Prozess in Moabit, die fand ja am 8. Mai 1931 statt. Und wenn mich nicht alles täuscht, hat Hitler Jahre später am 8. Mai Selbstmord begangen. Ich glaube, das war auch der 8. Mai. 8. Mai, Tag der Befreiung. Ja, genau. Und ich finde das schon interessant. Also im Grunde genommen war dieses vorgeführt werden und dieses konfrontiert werden mit der eigenen Lüge und Gefahr zu laufen, dass das wirklich auf Messerschneide steht, dass das irgendwie vielleicht nochmal irgendwie nicht klappt, wenn da so jemand weiter so unerbittlich und rückhaltlos weiterbohrt. Ich glaube wirklich, das war eine ganz persönliche Demütigung und Kränkung, die Hitler erfahren hat. Und die hat er einfach wohl ganz offensichtlich nicht verziehen. Frau Litten, Sie haben Ihren Onkel Hans Litten nie kennengelernt. Er war Rechtsanwalt, er wurde 1938 von den Nazis umgebracht oder er hat Selbstmord begangen im KZ Dachau. Sie haben ihn nie kennengelernt, Sie wurden ja viel später erst geboren, aber welchen Einfluss hatte sein Leben trotzdem auch auf Ihr Leben? Ja, ich glaube, dass es einen großen Einfluss genommen hat bei der ganzen Familie, weil sowas ist ja Teil der Geschichte, auch wenn sie vielleicht gar nicht wirklich thematisiert wird. Also mein Vater, dem ist es geglückt, ich muss wirklich ein bisschen ausholen, mein Vater ist es geglückt, aus Deutschland noch heil rauszukommen, übrigens als Einziger. Er ist auch der Einzige, der eine Familie gegründet hat. Und dann über Umwege Prag, Paris bis zur Okkupation dann in Luzern gelandet ist und dort am Theater gelandet ist und als Sans-Papier, würde man heute sagen, als Staatenloser, viele Jahre gelebt hat und auch die Anlaufstelle war für die Irmgard, wenn sie über die Schweiz irgendwie versucht hat, Hilfe zu holen. Für ihre Großmutter. Ja, für die Großmutter. Und insofern hat es natürlich auch meinen Vater unglaublich
gefärbt, geprägt und uns Kinder mit Sicherheit auch, weil es war einfach immer ein sehr politisches Haus. Mein Vater hat zum Beispiel unversöhnlich nie wieder deutschen Boden betreten. Er konnte das nicht. Er hat immer, ich habe das noch im Ohr, weil ich war ja verhältnismäßig noch klein. Ich habe nur mitbekommen, dass in diesem Hause Litten, also in meinem Vaters Haus, mit Freunden immer leidenschaftlich bis tief in die Nacht politisiert wurde und so. Und er sagte, sie sitzen alle noch in Amt und Würde. Und ob man da nun Herrn Carstens oder Herrn Filbinger oder Herrn, ich weiß gar nicht, was ist, völlig wurscht. Mhm. Er hat gesagt, ich will nicht. Und es führte auch dazu, dass das einer der wenigen Streitpunkte meiner Eltern war, aber der sehr leidenschaftlich dann ausgefochten wurde, wenn es um die Wiedergutmachungsbeantragung ging. Meine Eltern hatten nie viel Knete, die waren auch Theaterleute und es war immer sehr eng finanziell. Und meine Mutter hat gesagt, Mensch, bitte jetzt mach doch mal und jetzt nimm doch mal und tu doch mal und setz dich doch damit auseinander, weil es hätte mit Sicherheit Wiedergutmachung gegeben. Hat sie gesagt, ich will von diesem ganzen Nazi-Haufen nichts. Ich will mit denen überhaupt nie wieder was zu tun haben. Sie also, haben ja auch mit ihm nie darüber gesprochen, über diese Zeit, über ihren Bruder. Nein, kaum, weil ich muss sagen, mein Vater ist gestorben, als ich 17 war. Gerade wurde ich 17 und er war auch schon sehr, sehr krank. Und ich denke auch, die Krankheit, die er sich ausgesucht hat, in Anführungszeichen ausgesucht hat, die hat irgendwie auch was mit dieser Geschichte zu tun. Er hatte ein Lungenemphysem und wenn man ein Lungenemphysem hat, ist das sichere Ende irgendwann ersticken. Und ich habe wirklich das Gefühl, er ist an dieser Vergangenheit irgendwie erstickt. Ich habe einen Vater erlebt, von dem ich das Gefühl habe, ich muss ihn mit irgendwie schonen vor irgendwas. Das war so diffus. Es war so diffus. Er hätte bestimmt darüber gesprochen, wenn ich ihn gefragt hätte. Aber ich habe ihn nicht gefragt, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, da ist was. Es ist so ganz merkwürdig. Als er gestorben ist, habe ich dieses Buch im Bücherregal entdeckt. Das stand da schon immer. Ich hätte dieses Buch auch schon Monate, Jahre vorher entdecken können und fragen können, ey, sag mal, das ist ja die Oma. Die Oma hat ein Buch geschrieben, ja, was ist das? Und dann hätte er gesagt, lies es mal. Und dann hätte ich mit ihm drüber reden können. Ich habe dieses Buch erst entdeckt, als er tot war. Ich konnte ihm keine Fragen mehr stellen. Aber Sie setzen sich jetzt sehr stark mit dieser Familiengeschichte auseinander. Deswegen gibt's ja jetzt auch demnächst ein Hörbuch, das da heißt Trotz der Tränen Hans Litten. Das basiert auf dem Buch Ihrer Großmutter. Können Sie was zu dem Hörbuch sagen? Ja, das ist für mich auch ein ganz großes Geschenk, muss ich sagen, weil Sie sagen zu Recht, ich beschäftige mich mit der Geschichte, aber eigentlich immer nur, weil von außen irgendwie schicksalshaft irgendwie eine Anfrage auf mich zugekommen ist. Ich habe das immer auch irgendwie so nicht angefasst, das Thema. Teilweise auch ein bisschen so aus so einer Fall oder aus einer, ich wollte mich auch nicht mit was schmücken, was nicht mein Verdienst ist. Bloß weil ich jetzt auch Schauspielerin bin. Ich finde das immer so ein bisschen peinlich. Aber es kam in den letzten Jahren immer wieder, plötzlich kamen junge Historiker auf mich zu, die sagten, sag mal, hast du Briefe, gibt es Fotos, hast du irgendetwas beizusteuern? So kam auch die BBC auf mich zu und vor ein paar Monaten auf der Beerdigung von Rosemarie Fendel bin ich einer Hörbuchverlegerin begegnet und die hat durch Zufall mitbekommen den Zusammenhang und hat gesagt, weißt du, dass ich mich seit Jahren damit trage, eine neue Reihe rauszubringen, die sich genau mit diesem Thema befasst, nämlich mit gelebter Geschichte jenseits der bekannten Pfade von Sophie Scholl, von Widerständlern, von Leuten, die mutig waren, die sie was dagegen gesetzt haben, Lebensberichte. Hast du nicht Lust, ein Hörbuch zu machen? Und es war wirklich, wo ich dachte, wow, ist das wunderbar. Also ich habe mich so gefreut, weil ich empfinde mich so als bisschen so als die Weitergeberin der Staffel. Das Hörbuch kommt jetzt im August heraus. Sie werden auch noch eine Lesung machen, und zwar beim Internationalen Filmfestival der Menschenrechte. Lesen Sie da aus dem Buch oder ist es eine Vorstellung des Hörbuches? Nein. Das hat mit dem Hörbuch gar nichts zu tun, sondern effektiv, das ist jetzt zufällig. Das ist wirklich das Zusammentreffen von zwei völlig verschiedenen Modulen. Nein, ich werde aus dem Buch lesen, zusammen mit einer wunderbaren Cellistin übrigens, mit der Birgit Försner, darauf freue ich mich sehr. Ich werde einfach aus dem Buch vorlesen und ein bisschen was darüber erzählen, und die Andrea Kuhn
hat eben auch, Gott sei Dank, ist auf mich zugekommen. Die Andrea Kuhn, die Leiterin des Filmfestivals. Ja, die Kuratorin des Filmfests. Und ich freue mich da wahnsinnig drauf, weil ich dieses Festival so ein großartiges Festival auch finde und seit Jahren, wenn immer ich es irgendwie zeitig erübrigen kann, da auch hingehe. Und mich wirklich freut, dass das in diesem Kontext auch stattfinden kann. Weil es ja wirklich jemand war, der wirklich sich auch ganz intensiv für Menschenrechte eingesetzt hat und dafür eben, wie so viele andere auch, mit dem Leben bezahlt hat.